Hallo und herzlich willkommen zurück zu Darkness and Flame. Fehlende Erinnerung, hier ist Sabine die Cat. So, wir haben jetzt hier einen Code gefunden, Hieroglyphen-Nachricht. Das heißt, wir gehen wieder rauf zum Tempel. Hier hinten hin. Und da legen wir jetzt den Zettel her. So, das heißt, wir brauchen in dieser Reihenfolge müssen wir die drücken. Das heißt, wir fangen mal hier an. Hier mal die Nummer 1. Die Nummer 2 ist hier unten. Das ist die Nummer 3. 4 ist hier oben links. Die 5 ist hier. Und die Nummer 6 wäre dann dieses Symbol. So, auf der linken Seite haben wir ein Relieffragment. Dann wähle den Kristall aus und wiederhole die richtige Reihenfolge. So, dann brauchen wir mal hier. Dann legen wir die Hand drauf. Colin darf als erster. Chamber. It would have hid its secrets for a long time if it wasn't for my Bird of Fire. If the magic stone really exists, I bet it would be kept right here. So, wir widmen uns als erstes wieder den Chamäleon-Objekten und den Sammelobjekten. Das Chamäleon-Objekt haben wir hier vorne rechts. Nummer 12. Und hier auf der linken Seite ist das Skorpion Nummer 3. Dann nehmen wir die Spitzhacke noch an uns und wenden uns der rechten Figur zu, der rechten Statue. Da können wir den Vogel einfügen. Finde die richtige Position der Figuren heraus. Und dann fangen wir mal hier unten rechts gleich mal an. Nämlich mit dem Zahnrad. Die Mitte. Das obere. Rechte und das linke. Dann gehen wir zu der Mitte her. Wir haben ja Papier und Stift. Damit haben wir einen Hinweis erhalten und können jetzt das Kryptex benutzen mit unserem Hinweis. So, wir brauchen diese Buchstaben. So, das wäre das erste. Das zweite. Wir nähern uns dem dritten. So, und jetzt brauchen wir nur noch das letzte suchen. Das wäre das. Jetzt müssen wir die ganze Reihe durchdrehen. So, das wären dann die Buchstaben, die wir brauchen. Und dann erhalten wir ein Götteremblem.
So, mit dem Ganzen gehen wir jetzt einen Schritt zurück. Hierher zu der Tür, da können wir das Götteremblem einfügen. Dann erwartet uns das nächste Mimmelbildspiel. There must be something very valuable in this cache. We better figure out how to open it. Gut, dann nehmen wir mal mit den Spiegel. Gehen zu der Laterne rechts, da ist ein Armreif, den nehmen wir mit. Schauen uns die Statue auf der rechten Seite an, den Ganesha. Da nehmen wir einen Teil von der Schleuder mit. Den Teil von der Schleuder können wir hier unten einfügen. Mit der Steinschleuder können wir hier oben das Puzzleteil runterschießen. Das schaut aus wie Shiva. Gut, mit dem Puzzleteil gehen wir hier auf die linke Seite her. Vervollständige das Puzzle. Gut, wir fangen mal an. Das Teil brauchen wir hier oben. Das Teil brauchen wir rechts unten. Das lange stellen wir hierher. Dann nehmen wir das hierher. Das dicke kommt hierher. Das kommt hier oben rein. Das kommt hier unten hin. Und nur noch das rechts einfügen. Dann sollte das Ganze so ausschauen. Dann erhalten wir einen Helm und eine Lotusblüte. Die Lotusblüte setzen wir hier unten ein. Dann bekommen wir ein Blütenblatt und ein Zepter. Mit dem Ganzen gehen wir jetzt rechts zur Ganesha-Statue. Da fügen wir den Armreif ein. Wir sehen hier auf der Hintenseite, was fehlt. Das Zepter und den Helm. Dann bekommen wir einen Kristall. Der Kristall muss hier vorne in die Laterne rein. Dann müssen wir noch den Spiegel einfügen. Drehe die Spiegel, um den Sonnenstrahl auf die Blütenblätter zu leuchten. So, den drehen wir mal hier hinten hin. Und den nach vorne. Und dasselbe auf der rechten Seite. Dann können wir hier die Blütenblätter einfügen. Und die beiden, die leuchten, die müssen wir drücken. Dann bekommen wir eine Blume. So, dann gehen wir einen Schritt zurück. Bei der Gittertür links raus. Hier oben ist etwas festgefroren. Das klopfen wir jetzt frei mit der Spitzhacke. Dann gehen wir hierher. Da können wir die Fragment-Relief-Teile einfügen. Dann kriegen wir Mosaikkacheln. Damit können wir jetzt wieder zurückgehen zu den Statuen. So, fangen wir mal an mit den Blumen. Finde die richtige Position der Blumen heraus. So, das heißt, wir brauchen... mal kurz nachdenken. Die hier. Die hier und die hier unten. So, dann sitzt alles perfekt. Gehen wir zu der linken Statue her. Da können wir die Mosaikkacheln einfügen. So, das Bild müssen wir vervollständigen. Gott sei Dank mit Rahmen. So, sollte das Ganze dann ausschauen. Colin,
This stone looks almost identical to the one from which my bird of fire appeared. Dann schauen wir sich das Ganze mal näher an. One day, a huge rock fell from the skies on the desert lands infected by the darkness. After that event, everyone was surprised to see the land return to life. For the first time in decades, we could admire green sprouts emerging into the sunlight. Luckily, the Sakyums were the first to find the stone, and they hid it away from the darkness. But the darkness has been trying to find it ever since. Melanie, take Alice and call the rest. Board the ships and sail away as far as you can. I must hide the Stone of Fire. Under no circumstances can it fall into the hands of the Dark Knight. Alice, I think I recall the event which gave us the faith to survive here in the desert lands. When the rock fell in the desert of death, new life started to appear here. Also, I remember a woman who tried to prevent a shard of that rock from falling into evil hands. But she failed, didn't she? No, she didn't. She threw it into the waters. But in the end, she was imprisoned. I saw a lonely island with a two-headed mountain right in its center. Maybe she's there. She's been calling me by name for some reason, asking me for help. What do you make of this, Alice? We need to find her and figure out what's going on. I agree, but where's that island? Let's go back to Nort. He helped us find our way once before, so he might know where the island is. Okay, Suche nach der Traumfrau. Das heißt, wir gehen jetzt zurück zu Nort. Da ist er. You again? Did you find the temple? Yes, we did. It would have taken us ages if not for your help. Now we need your help yet again. We're searching for a remote island with a two-headed mountain. It can easily be seen from the shore, that's all I can say. Ah, I know the island you speak of, but it's so far away. Although, look, there's an abandoned mine here in front of you. In the past, fishermen used to ship their catch over the railroad tracks laid there. They told me of a strange island which could be seen from their village on the shore. Oh, that's great news. How do we get there? Take this key to the mine. I hope you succeed this time as well. So, wir bekommen einen Schlüssel. Mit dem Schlüssel macht man sich jetzt auf zu der Mine. So, wie immer als erstes die Sammelobjekte. Wir haben hier die Tafel Nummer 4. Und hier oben links das nächste Chamäleonobjekt. Nummer 13. Außerdem haben wir ein Manuskript unter den Schienen versteckt. Finsternis. Das ist der Name des seltsamen dunklen Schattens, der aus dem Himmel gefallen ist. Im Wind tanzend, durch alles und jeden fliegend, kann es jede mögliche Form annehmen. Es kann aus dem Nichts auftauchen, nur um Sekunden später wieder zu verschwinden. Es ist nicht nur ein Schatten, sondern ein lebendes Wesen mit seinem eigenen dunklen Bewusstsein, das Gedanken beeinflussen und Menschen kontrollieren kann. So wurden Diener der Finsternis erschaffen. Die Person, die vor dir stand, war nicht länger dein Vater, Freund oder Bruder, sondern wahre Boshaftigkeit. Du kannst sie an ihren dunklen Venen und schwarzen Augen erkennen, die keinerlei Emotionen zeigen. Die Diener der Finsternis brauchen weder Essen noch Schlaf. Sie sind ein vereinter Verstand und können miteinander kommunizieren, egal wie weit entfernt sie sind.
Mit jeder Person, die in den Bann gezogen wird, verbreitet sich die Finsternis weiter und somit auch die Armee. So, das ist die Kartenrolle Nummer 3. Wir nehmen uns jetzt gleich die Zange hier mit. Gehen hier rechts bei der Tür rein. Hier haben wir Benzin und eine Schiene. Dann gehen wir hier vor. Da haben wir einen Stock, eine Verankerung und räumen die Steine zur Seite. Die Schiene können wir gleich hier einfügen. Brauchen wir nur einsetzen und die Verankerung dazu. Dann passt das. Jetzt gehen wir wieder einen Schritt zurück. Zu der Kiste hier links oben. Da bekommen wir einen Hebel und einen Lappen. Dann nehmen wir den Stock, Lappen rundherum, Benzin drüber. So, unsere Fackel können wir jetzt vorne bei der Feuerstelle entzünden. Und dann geht's auch rein in den Tunnel. So, den Hebel fügen wir hier links ein. Fackel her und weiter geht's. There it is, the isolated island. How can we get there? So, neue Aufgabe, Weg zur Insel. Wir nehmen uns die nächsten Sammelobjekte vor. Da ist einmal hier vorne mittig der Skorpion. Nummer 4 von 8. Und das nächste Chamäleon, ja, bergt hier links. Damit haben wir 14 von 13. So, uns fehlt eindeutig noch der Mast. Und ich würde sagen, mit dieser schönen Aussicht mache ich jetzt wieder eine kurze Pause. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, ich würde mich sehr freuen über ein Like. Vergesst nicht zu kommentieren, vergesst nicht zu abonnieren, vergesst nicht die Glocke einzuschalten. Mehr gibt's beim nächsten Mal. Tschüss!